Ob ich da wohl so ein kleines Dach hinmachen kann? Wooden Flat Roof? Wooden Ceiling? So. Dann brauche ich mal wieder Holz. Wie immer. Ich will immer noch diesen Riesenbaum abholzen. Das geht mir so auf den Sack, ey. So, mal wieder ein paar Planken herstellen. Oh yeah, Harvest. Yes. Nice. Eat. Eat. Drink. Ich denke die ganze Zeit noch bei diesem blöden Wolf. Das ist weit weg, Alter. Brauche endlich mal richtige Waffen. Damit ich auch eine Chance gegen die Viecher habe. Mann, ey. Kommen die einfach an und stören mich hier in meiner Wildniskarriere. Ich als Survival-Spezialist. Irgendwann baue ich nochmal. So, jetzt dürftest du hier eigentlich keinen Regen mehr abkriegen, ne? Wenn das so funktioniert. Ja, super gut. Klasse. Oh, das gefällt mir aber, dass das wirklich geht. Ein Punkt für Realismus. Ja, komm, die muss ich dann ein Stück moven. Ja, gut, confirmen wir mal. So, was habe ich denn hier? Melon Seeds will ich jetzt mal ausprobieren. Huch, die habe ich jetzt einfach nur dahin ge. Ja, das war natürlich schlau. Add Seed. Add Water. Nee, das muss ich jetzt nicht mehr adden. Cooked Meat. Eat. Eat. So. Ich gehe mal noch ein paar Bäume fällen. Ja, wir brauchen ja echt noch ordentlich was an Planken. Damit wir hier mal fertig werden. Und mal end to move. Ah, remove all planks. Kann ich das mal auf die andere Seite stellen? Dann muss ich nicht immer so weit laufen, ne? Dann hole ich mir mal die Planken. Planken? Nein, die Loks, nicht die Planken. Dö-dö. Ich bin der Superhero-Typ, der hier Sachen macht. So, noch mehr. Zack. Nächster Baum. Ich hoffe nur, dass Feuer nicht mein Building zerstören kann. Das wäre echt ärgerlich.
Ach, Woodlocks brauche ich auch noch. Shit. Warte mal. Dann da und da. Dann add ich jetzt erstmal die Woodlocks, weil das brauche ich ja erstmal. Add new materials. Dann brauche ich da nicht mehr drüber nachdenken, dann habe ich das fertig, weißt du, und dann, ja, und so. So. Wenn wir schon mal hier sind. Machen wir uns mal ein bisschen Clean Water. Das war Animal Fat, okay. Dann muss ich gleich mal gucken, ob ich damit überhaupt irgendwie was machen kann. Nee, okay, das kann ich nicht da irgendwie hinpacken. Gucken wir mal hier, was brauche ich hier? Armor and Cloth. Kevlar, Kevlar. Ja, sowas habe ich alles nicht. Cloth. Wie mache ich denn überhaupt Cloth? Plant Fibers, Bark Chips. Oh. Okay, dann mache ich mir mal jetzt ganz viel. So, ich habe hier echt ordentlich Plant Fiber und Bark Chips. Dann mache ich mir hier erstmal ein bisschen Klamotten, glaube ich. So. Ne? Was? Das war doch das, oder nicht? Oder brauche ich dafür irgendwie so ein Ah, at the loom, okay. Placeables. Wo haben wir denn den Loom? Iron Ingot, brauche ich 2 Stück. Habe ich doch, glaube ich, ne? Iron Ore, Iron Ore. Kann man die einfach so... Glaube ich, schon wieder zu viel Shit in der Tasche. Naja, egal. Ich gehe jetzt ja da runter. Dann genießen wir mal kurz die Bewegungen meines Charakters auf dem Weg. Okay, geht also nicht. Ich habe Durst. So, clean water. Drink. Drink. Gut. Ich bewege mich weiter in unglaublicher Geschwindigkeit. Da brauche ich dann eine Forge wahrscheinlich. Mal gucken, aus was ich die Forge machen kann. Da kann ich ja gleich endlich mal nachgucken. Guck mal hier. Placeables, die Forge, Small Stone, 25 Stück. Alles klar. So. Du müsstest doch hier passen. Sag ich doch. Du müsstest doch auch hier passen. Da. Und da. Und da mache ich mal hin. Die Plant Fibers kommen auch mal weg. 1, 2, 3, 4. Warte mal. Erstmal. Wir haben doch hier gerade Placebuilds. Die Forge. So, die platziere ich mal hier. Gucke ich mal, dass ich so viele Steine wie möglich schon bereit habe.
Dann wollen wir mal gucken, dass wir die auch befeuern können. Und dann machen wir mal das Eisenerz. Dann holen wir uns die Loks und bauen eine Loom, damit ich dann mal so langsam wenigstens Klamotten machen kann. Das ist nämlich vielleicht gar nicht schlecht bei dieser Temperatur. So. Boah, ein fucking Stein fehlt, ne? Ah, ein Stein, ein einziger. Da, komm mit. Kein Bock hier, so einen Stein zu zerkloppen. So, fertig. Use. Also, ich kann auf jeden Fall. Okay, Barkchips gehen dafür, das ist gut. Ich nehme nochmal 100 mit. Die Plant Fibers kommen mit. Und die beiden Eisenerze. So, Iron Ore, Iron Ore. Zack. Und zack. Super. Dann haben wir da ja auch schon mal wieder ein bisschen was geschafft. Und da auch. So. Ich weiß gar nicht mehr, was brauchte ich jetzt noch für die Loom? Placeables, Loom. Woodlock, Iron Ingot, Plant Fiber. So, dann machen wir mal Placeables. Das haben wir, das haben wir. Workbench kann ich auf jeden Fall schon mal hinstellen. Die werden wir ja auch später brauchen. Dann weiteres Placeable Loom. Drying Rack, okay. Wooden Rack. Tech not obtained, okay. Das ist ja ärgerlich. Machen wir mal so. Eisenbarren haben wir jetzt auf jeden Fall. Den können wir mal dazu. So, ich gehe jetzt erstmal pennen, weil das hier schon wieder viel zu dunkel ist. Erstmal schnell Wasser holen. Bevor es zu spät ist. Ich bin ja schon ganz taumelig, popaumelig. Das dauert ja alles schon ein bisschen länger hier, ne? Oh, Mist, Mist, Mist. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht einfach das essen kann. Das wäre schon voll cool. So hier, das Animal Fat. Ich meine, theoretisch sollte das doch möglich sein, oder nicht? Okay, Clean Water. Drink. Drink. So. Dann gucken wir noch mal. Kann ich Animal Fat hier rein tun, da rein tun, da rein tun? Nö. Naja. So. Guck ich mal.
Es wäre cool, wenn ich jetzt irgendwie sowas wie Beeren oder so finden würde, weil, ja, ich hab halt nichts an Carbs. Naja, was soll's. Ich gehe mal wieder in die Nähe zurück. Meine, irgendwann müssen doch auch mal wieder Tiere auftauchen, die ich vielleicht erledigen kann. Weil, ja, sonst habe ich echt ein Problem. Und eigentlich will ich das nicht haben. Also das Problem. Naja, wir werden sehen, ob ich das noch schaffe. Gut, dann kannst du jetzt da rein und ich hol's weiter ab. Juhu, wieder mehr Woodlocks. Yay. Das war kein guter erster Start, glaube ich. Also ich hätte schon von vornherein ganz anders anfangen müssen. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Das ist mein erstes Mal in diesem Spiel und tatsächlich auch mein erstes Survival-Spiel. Aber ich wollte schon immer mal ein Survival-Spiel zocken, weil es immer so cool aussieht bei anderen Leuten. Aber ich merke tatsächlich, das ist gar nicht so einfach. Aber auch das kriege ich noch hin. Da bin ich mir sehr sicher. So. Komm schon. Ich fäll den Baum. Ich fäll den Baum. Das fällt ihm kaum auf, denn er ist ein Baumhaus. Was? Achso, ich kann nicht mehr tragen. So, gib mir die Planks. Gib mir die Planks. Planks, 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 Planks. Planks, 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 Planks. So. Ich muss ja mal kurz hier meine Rezepte durchgucken. Ne? Foods and Drinks. Watermelon, ja. Okay. Meets du, alles klar. Da muss ich ja langsam mal weiterkommen hier. Ach ja. Ich gucke mal, was meine Melone macht. Au. So. Ach Quatsch. Was für ein Unsinn, ey. Fuck. Ein Bär. Okay. Ich tue mein Bestes. Mal gucken, ob ich den erledigen kann. Was zappelt er denn da aber? Er hat für mich getwerkt. Nein! Ah,
Okay, man muss nicht von vorne anfangen, wenn man stirbt. Alles klar, das ist ja schon mal nett. Fuck. Ich hätte halt echt gedacht, man muss komplett von vorne anfangen. Alter. Ja, komm, aber ich habe gar nicht so schlecht gekämpft. Ne? Ernsthaft. Shit, ey. Ah. So ein Mist, ey. So. Erstmal kommt ihr hier wieder rein. Ne? Ich brauche Platz im Inventar. So eine Scheiße, ey. So ein Mist. Naja, passiert, ne? Aber dann wissen wir auf jeden Fall, wir sollten langsamer anfangen, weiterzukommen. Und mal ein bisschen jagen gehen als nächstes. Ich werde jetzt noch mal gucken. Ich brauche noch Dach, ne? Na, wie teuer sind die? 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Die sind alle gleich teuer. Delete, confirm. So. Schade, ich dachte irgendwie, das geht besser. Na komm, ich drück mal entfernen. Ich mach mal so ein Flachdach. Einfach so eine kleine Hütte. Dann können wir nämlich sogar ein zweites Stockwerk draus machen. Ja, genau. Das wollte ich nicht. Das da. Wooden Ceiling. Vielleicht ist dann irgendwann ja auch mal das Roof on fire. Bei meinem Glück. So. Okay. Ich werde nochmal gucken, wie das ist mit Waffen. Ich kann doch bestimmt auch hier so eine Waffen craften. Upgrade Tool. Stone Blade. Bone Spear. Okay, Stick. Plant Fiber Bone Shard. Und wie mache ich einen Bone Shard? Mein. Da, Bone Shard. Oh. Okay, dann brauche ich noch ein paar Sticks. Plant Fibers habe ich genug. Da will ich doch mal. Was habe ich jetzt hier als Waffen? Entschuldigung, ich bin echt ein bisschen verplant gerade. Stone Spear, Bone Spear. Okay. Wir haben das hier. Wir haben das hier. Damit können wir das ja machen. Angeblich. So. Wir craften. On the workbench. Ach so. Die brauchen noch 10 Planks. Alles klar. Dann müssen wir das auf jeden Fall noch machen, bevor wir jagen gehen. Weil ich brauche ja die vernünftigen Waffen dafür. Wo ist das Tier? Da. Aber das erwische ich nicht. Das läuft mir ja eh weg.
Bei meinem Glück begegne ich dabei noch mal einem Bären oder so einer Scheiße. Nee, 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 nicht mit mir. Huch. So. Das ist ja schon mal eine nice Sache, ne? Muss mal ein bisschen was aus dem Inventar wieder rausnehmen. Hier die Bones zum Beispiel. Und den Stick. Und das packe ich mal hier so hin. Hier, hier, hier. Huch, das soll raus, das soll dahin, das soll dahin. Das kann hier mit rein, das kann hier mit rein. Das kann auch hier hin, das nehme ich so. Das kommt hier mit rein. Gut. Das reicht erstmal und dann mache ich mir hier mal meine Workbench fertig. So, und hüpf rein in mein Haus. Zwei fehlen noch. Siehst du, genau gewusst. Das war alles genau so geplant. Gar kein Problem. Ah, wir haben eine Workbench. Yay, Alter. Yay, 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 ja. Bones, Bones, Apple wollen wir Bones, was? Quatsch. Apple wollen wir klauen. So. Wir müssen erstmal gucken. Wahrscheinlich brauchen wir dafür erstmal eine Stone Blade. Suchen wir mal kurz einen Stein, den wir zerkloppen können. Und dann nehmen wir mal ein paar Steinchen mit. Und machen daraus was. Ja, ich bin jetzt nicht der Schnellste. Aber das macht nichts. Das könnt ihr noch ein einziges Mal ertragen. Ich höre schon wieder einen Wolf und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will nicht, dass Wölfe in mein Haus kommen. Ich weiß, ich flüchte auch mit überragender Geschwindigkeit. Ich sehe ihn auf jeden Fall schon mal nicht. Das beruhigt mich geringfügig. So. Was haben wir denn hier? Wir brauchen 3 Sticks. Okay. Ich brauche immer 3 Sticks dafür. Das ist ja unschön. Ich packe erstmal hier die Stones da rein. Die hier. Die hier. Scheiß auf die Bones. Wir fangen erstmal hier mit den Steinen an. Copper Ore. Okay. Das und das. Packen wir mal hier unten hin. Den Stein können wir auch noch mit reinlegen. Hier. So. Nochmal einen Stick gefunden. Und nochmal einen Stick gefunden. Das ist ja schon mal geil. Dann machen wir doch mal so. Zack, zack und zack. Okay. Workbench. Ist also wirklich nur diese Workbench gemeint. Zack, zack und zack.
Wieso geht das nicht? Ich will das wissen. Items. Stoneblade hab ich. Stick hab ich. Plant Fiber hab ich auch. Muss ich das genau machen? Eins, das und das? Ja, Alter, ernsthaft. Okay, naja. Dann wissen wir es jetzt. So, ich hole jetzt erstmal noch mal kurz Wasser, weil wir das wirklich unbedingt brauchen. Und danach werden wir dann auf jeden Fall mal auf die Jagd gehen. Denn wie man sieht, wir brauchen dringend Nahrung und so weiter, damit wir weiterkommen. Mal gucken, ob man uns das vergönnt. Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl, wir werden ein Problem kriegen sonst. So. Dann würde ich sagen, trinken wir mal ein bisschen Water und machen uns auf die Reise in das gefährliche Gebiet. Aber wie spät ist das? Okay. Es ist erst nachmittags. Komm, wir machen es mal spannend. Wir verpennen mal den halben Tag. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich sterbe ich gleich. Komm, lass uns mal rausfinden, was passiert, wenn alles auf Null ist. Ich glaube nämlich, dass wir dann Probleme kriegen. Huch, wake up. Wir haben jetzt nur noch ein paar Vitamine. Unser Körper ist völlig im Arsch. Das wird bestimmt enorm lustig. Wir wollen ja erstmal rausfinden, was können wir so machen. Komm, wir gehen mal an den Rand der Map. Einfach nur, um zu gucken, was da ist. Irgendwo mit muss es ja aufhören. Oh. Außerdem finden wir dann vielleicht Sachen, die wir noch nie gesehen haben. Guck mal, wir sterben langsam. Ganz langsam sterben wir vor uns hin, weil wir einfach keinerlei Nährstoffe mehr haben. Wir können dem bestimmt ganz kurz entgegenwirken, indem wir nur ein bisschen was trinken. Wenn wir was hätten. Komm, wir schauen mal, was passiert einfach. Aus reiner Neugier. Zwar nicht Sinn eines Survival-Spiels, aber ich verspreche, danach werde ich aufpassen. Das Schlafen gehen war halt einfach eine dumme Idee, weil, dabei verbrauche ich ja auch Energie und diese ganzen Sachen. Nicht Energie, sondern Nährstoffe. Darüber habe ich nicht nachgedacht. So, und das, wir hätten die Reise so und so nicht überlebt. Also experimentieren wir mal, indem wir einfach wandern gehen, bis wir tot umfallen. Was nicht mehr allzu lang dauern dürfte. Fröhlich springen kann er trotzdem noch. Ja, ich hatte halt wirklich gedacht, dass wenn man stirbt, so wie bei dem Bärenangriff, dass man dann wirklich verloren hat. So eine Art Hardcore-Modus. Würde ich mir wünschen, dass das eingebaut wird. Und dass man sich dann entscheiden kann, ob es so sein soll. Vielleicht konnte man das auch und ich habe es einfach übersehen, weil ich
nicht aufgepasst habe. Okay, wir sind jetzt am Rand der Map, scheinbar. Es ist einfach nur eine Alpha-Wand. Es geht dort nicht weiter. Cool wäre auch gewesen, wenn man einfach auf der anderen Seite der Map rausgekommen wäre, sozusagen, ohne das zu merken. Also es ist dann nicht irgendwie einen Übergang gibt, sondern du läufst einfach und irgendwann guckst du auf die Map und siehst, ich bin ja ganz woanders. Wo ist denn jetzt mein Speer? Das hat mir so viel Mühe gemacht, einen fucking Speer zu craften. Dann habe ich ihn scheinbar weggeworfen, ohne dass ich sehe, wohin. Scheiße. Naja, laufen wir uns tot, damit wir wieder vernünftig anfangen können. Wir hören eine Hirschkuh. Aber Hauptsache, Vitamine sind noch da. Okay. So, jetzt fangen wir aber nochmal vernünftig an. Alles klar. Ich werde mal schauen, dass ich das Wichtigste mitnehme. Wir haben Plant Fibers. Split Half. Split Half. Split Half. Split One. Split One. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen Fünferhaufen hier. Brauchen wir nur noch Sticks. Okay. Los geht das.